Hi, ich bin Tom und das ist mein Demo-Video. Was möchte Ihr Vater züchten? Kanarienvögel. Kanarienvögel. Hier in Deutschland. Ja, mein Vater lebt seit 30 Jahren hier in Deutschland. Nein, ich meine, ist es denn hier warm genug? Wir haben eine Heizung. Na gut, ich bräuchte dann den Personalausweis Ihres Vaters. Personalausweis. So, dies ist der Antrag für Kleintierzucht. Beachten Sie bitte, dass die Käfige eine bestimmte Größe haben müssen. Eine Schublade und verschiedene Fress- und Wassernäpfe müssen auch zur Verfügung stehen. Es geht hier vor sich, verdammt, das Dauerhaufen! Veridovs. Er von andere Krematorium. Bitte, Hermann Fahrt. Mann, danke. Capo, was stimmt da nicht mit den Zahlen? Abgang, Herr Oberscharführer. Wir verloren Männer und Feier. Ich sehe mir dann beim Appell. Sie sind vorbestraft. Diebstahl, Erpressung und schwere Körperverletzung, Herr Seifert. Was? Ganz ehrlich, warum sollten wir jemanden wie Sie für Hildegard Healthcare und Consulting GmbH einstellen? Also, ich habe keine Ahnung von Healthcare. Ja, so. Aber ich will auch den Leuten hier die Kohle aus den Taschen ziehen, ja? Ja, das habe ich auch letztens versucht hier am Bahnhof, ja? Ja, aber hier, als ich meinen Finger da in der Tasche hatte, da hat die gleich rumgeschrien. Ja, da habe ich ja hier mit der Pulle den Kopf gehauen. Ja, wenn mir einer so blöde kommt, immer gleich zack mit der Pulle auf den Kopf, ja? Ja, so muss man das machen hier, immer gleich so, ja, da ist Ruhe. Das war richtig gut, was Sie gerade gesagt haben. Richtig gut. Sie haben den Job. Frau Liebstöckel? Frau Liebstöckel, ja, machen Sie mal die Vertragsunterlagen für den neuen Praktikanten fertig, ja? Ja, und bringen Sie uns zwei Grapper, zwei kleine, ja? Und das mache ich selbst. Ja, mache ich selbst. Gut. Herr Seifert, super. Hey, also gut, ja? Weiter so, weiter so, weiter so. Ganz super, ja? Herr Seifert, Sie und ich, wir werden es noch zu was bringen. Gib mir mal den Bindfaden. Nicht schlecht. Perfekt, oder? Lach doch mal. Nein, ich muss los. Sag mal, willst du dich umbringen? Das geht so nicht. Du musst zu einem Arzt.
Komm, ich fahr dich ins Krankenhaus.